So und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangidrafi und wir sind unterwegs auf Minen mit den Valentine 2. Es ist ein Gefecht als Stufen 3 und 4. Und wir sind wieder einmal Typen gespawnt. Ich glaube, ich spiele auf der Karte öfter auf den Südenspawn als im Norden. Und das ist etwas egal. Aber ich finde mit den auch Erneuerungen, was die Karte zu bieten hat, einfach ausgebrochener. Das wirst du dir erleben. Ich glaube, wenn ich jetzt die Valentine 2 oder auch die Matilda fahre und nur auf der Karte spawn, dass ich hier die A4-Position einnehmen werde, wenn es sich ergibt, wenn sich die Position lohnt. Weil man kann wirklich von hier auch in alle Richtungen blocken, kann in Mitte, kann auf die westliche Insel beschießen. Und zur Not kann man auch mit dem Ost unterstützen. Die hast du erstmal eine mitgeben. Lager die Stirne ab. Bald ab. Oder bald ab. Das wird dann auch schaden. Wenn sie ein bisschen vorsprechen. Der hat auch mehr Glück als Verstand. Wirkungstreffer, Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Unser Munitionslager wurde getroffen. Und da steht jetzt ein Gegner. Krach, der ging voll durch ihre Panzerung. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sicherer als ich das gedacht habe. Meistens ist es bald ab. Rausnehmen. Wenn dann kommt, von hier. 1:6. 3,5 Minuten. Warte mal. Hier. Und mit unserer Aufstellung, die man hier am Ende gewählt hat, haben wir diese Runde doch sehr gut gespielt. Medium. Zwei Schüsse geben. Langsam. Und da geht dann auch der Letzte raus. Und damit gewinnen wir mit 15:8. Und wir haben einen Kill gemacht. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal noch uns das Gefechtsergebnis an. So, in der Runde haben wir das Überlegungsabzeichen 3. Klasse gemacht. Bomben sicher. Schläger. Wir haben die Auszeichnung Nerven aus Stahl und Unterstützer bekommen. Wir haben zwar nur 552
525 Schaden gemacht und einen Kill. Haben wir noch 761 Spaßerfahrung erhalten. Da wir auch 765 Unterstützungsschaden gemacht haben und mit unserem Schaden von 525 kommen wir auf 1290 kombinierten Schaden. Damit ist die Runde doch relativ gut gelaufen. Wir haben insgesamt 39 Mal geschossen, 21 Mal getroffen, 12 Mal penetriert und haben in der Runde 15.250 Grad plus gemacht und das in gerade einmal 4 Minuten und 16 Sekunden, die diese Runde gedauert hatte. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.